herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Und mir ist gestern noch eingefallen, ich könnte noch eine Palette, Leerpaletten, direkt zum zur Holzkohleproduktion bringen. Dann ist da nämlich auch schon wieder ein bisschen Platz. Oder ich nehme sogar zwei. Vielleicht kriegt man das heute wieder hin. Und sieht gut aus, sieht gut aus. Okay, Moment, warte mal, die Palette, die lassen wir, die Gabel, die lassen wir mal hier. Holen wir die Schaufel. Und dann schaufeln wir die Hackschnitzel mal in den Anhänger rein. Dann können wir da nämlich ein bisschen Ordnung machen. Mal, kann man gucken. Nix da. Jetzt los. Warum geht es nicht? Okay, hier geht's. Schon gedacht, gäbe ein technisches Problem. Das muss zwar doppelt arbeiten, aber das machen wir jetzt halt einmal. Ich weiß gar nicht mehr weshalb. Weshalb wir den Annaburger leer haben wollten. Ich weiß gar nicht, was da war.
glaube, ich hatte überlegt, mit dem die Paletten zu fahren, gell? Ja. Also ich brauche irgendeine andere Lösung noch. Eine dauerhafte Lösung, glaube ich. Um die Paletten zu transportieren. Dass wir da nicht immer umbauen müssen oder so. Muss ich mir mal was überlegen. Ich kann auch mal gerade im Katalog schauen. Da wäre ein LKW. Gibt es den auch als Plattform? Ah ja. Aha. Ja, und dann natürlich andere ganzen Schnickschnack. Okay. Anhänger. Anhänger gibt es von denen, glaube ich, auch, ne? Ein Zweiachser. Ah ja, den Drehschemel habe ich ja schon. Den Dreiachser-Drehschemel, den hier. Na, möglich wäre natürlich auch noch zu sagen, man nimmt noch einen LKW. Aber der kostet mich halt wieder ordentlich Geld, ne? 70.000. Da müssen die Geschäfte erst noch ein bisschen besser laufen. Ist die voll? Nee. Oh, hier muss ich auch mal noch einen Tank im Auge behalten. Hä, wieso kann ich hier nichts aufsammeln? Gut, gut, gut. Jetzt geht es wieder nicht. Nicht so rumgekutschiere hier, gell? Dann kann man ins Tablet rein, was der Metzger sagt, was die in eingetragen haben schon. ...6000 Würstchen.
Und knapp 6000. Okay, okay. Ja, wir brauchen schon wieder Tierchen. Hm. Dass da so viele durchlaufen, hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt will das wieder nicht, ey. So. Immer noch nicht. Jetzt auch nicht. Och, komm schon, doofe Hackschnitzel. Oh mei, geh doch einfach. Och Mensch, geh doch weg. Das will nicht. Ja, ich will nicht von der anderen Seite ein bisschen ranfahren. Los hier. Ach komm, ey. Im Winde verweht, ist mir jetzt wurscht von den bisschen Hackschnitzeln. Ah, warte mal, hatte ich nicht letzte Woche dem Neumann Hackschnitzel verkauft? Aber ich glaube, die hat er schon bezahlt, ne? Gerne nachfragen. Schon wieder besetzt. Was der Telefonrechnung hat, das möchte ich nicht wissen. Komm, ich probiere es nochmal. Von der anderen Seite hier. Will nicht. Gut, dann halt nicht. Mir egal jetzt. Gut, dann machen wir jetzt ja da noch mal ein paar Hackschnitzel rein. Noch 40.000 knapp drin. Ich glaube, ich nehme das Gewicht gleich auch mal mit an den Hof. Und den Anhänger kann ich wahrscheinlich auch gleich wieder mitnehmen. Zum Füllen. So, mal kurz hier ein bisschen in den Wald reinfahren. Nee, das reicht nicht.
denn jetzt los? Steht da doch noch ein Baum. Och nee. Probieren wir es nochmal. So, jetzt sieht es gut aus. Mann, vorne das passt zwar gar nicht Gewicht dran, aber naja. Ich glaube, den stelle ich aber erstmal nur zum Hacker. Ich muss nämlich mal gucken, ob die überhaupt auf dem Feld schon am Ernten sind. Oder kann der Anhänger eigentlich auch Rüben laden? Könnte ich den eigentlich auch zum Abfahren benutzen? Also ich sehe meinen Anhänger. Ich sehe aber noch keinen, der am Feld arbeitet. Ah, doch, das, da ist jemand gekommen. Wobei ich nicht... Hä, was machen die denn da? Was machen die denn da? Hey Volker! Was macht denn ihr da? Bring dich mal an! Aha! Also die Spuren hier auf dem Boden sehen aber anders aus, ne? Welche Spuren? Ah, der Matschstreifen hier! Sieht mir eher aus wie ein Unfall! Nee, nee, ich fahre hier nur so, auf einmal springt der während der Fahrt aus und dann geht er nicht mehr an! Aha! Er springt auf einmal gar nicht mehr an. Okay, ja. Nicht, dass er mir hier Öl auf mein Land kippt, ne? Mehr geht jetzt nicht mehr. Der springt zwar an, aber dann geht er wieder aus direkt. Ja. Versuch mal, den Anhänger nochmal besser zu hinzustellen. Warte, ich versuch mal, den Johnny ein bisschen anders. Der kann doch lenken, der Held. Soll er lenken? Gut, okay, das war schon. Wollt nur wissen, was hier los ist. Bis dann mal. Tschö. Jo, ciao. Was ist da? Und man denkt schon mal, was im Silo noch übrig? So. Ey, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Ich muss mal los. Bis morgen. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.